Ich grüße Sie und euch ganz herzlich aus dem Ökumenischen Zentrum Markushaus in Essen-Vogelheim. Der Gottesdienst zum 14. Juni, zum ersten Sonntag nach Trinitatis, steht als Online-Kurzgottesdienst des Kirchenkreises Essen zur Verfügung. Mein Name ist Rainer Gerzen, Rebecca Lackmann übersetzt in die Gebärdensprache, es liest Claudia Raffler-Spierling. Und musikalisch begleiten uns Anne Roth am Klavier und Karl Roth an der Trompete. Die Gesangsstimmen bei den Liedern sind von Sängerinnen und Sängern aus Berlin und Essen aufgenommen. Wir können in diesem Gottesdienst ja leider keine Kollekte so direkt einsammeln, aber Sie können gerne online spenden. Der Kollektenzweck für diesen Sonntag, für den ersten Sonntag nach Trinitatis, ist für die evangelischen Werke und Verbände der Kinder- und Jugendarbeit bestimmt. Das sind zum Beispiel der CVM, die evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit oder auch die Pfadfinder und einige andere Werke und Verbände. Wir freuen uns sehr über eine Spende und sicherlich auch die Jugendlichen und die Kinder, die davon profitieren. Wir feiern diesen Gottesdienst wie jeden christlichen Gottesdienst im Namen Gottes, für uns wie ein guter Vater oder eine gute Mutter. Im Namen Jesus Christus, mit dem wir uns als Geschwister verbunden fühlen, und im Namen des Heiligen Geistes, eine Kraft, die in uns ist und die uns verbindet über alle Abstände und Entfernungen hinweg und die uns frei macht, zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Wir sprechen den Psalm 34 in einer neueren Übertragung von Peter Spangenberg. Sie können laut oder in Gedanken mitsprechen. Der Text wird im Bild angezeigt. Mein Leben lang will ich weitererzählen, wie großartig Gott ist. Und strahlende Lieder über ihn sollen immer in meinem Herzen wohnen. Mein innerstes Leben soll so leuchten, dass andere Menschen Mut beziehen, wenn es ihnen schlecht geht. Feiert doch mit mir zusammen diese Freude, denn es ein Fest wird aus Liebe zu Gott. Mit allen fünf Sinnen können wir wahrnehmen, wie gut Gottes Geschenke sind. Wer so glaubt, der fällt nicht aus dem Leben heraus. Wenn man viel besitzt und viel Geld hat, ist man innerlich sehr arm, weil die Angst regiert. Kinder können das am besten verstehen, wenn Gott sagt, kommt, ich will es euch erklären. Ihr wollt doch auch Freude am Leben haben und immer wissen, dass das Leben Sinn hat. Gebt Acht, dass ihr immer wahrhaftig bleibt, also an der Wahrheit haftet. Tut Gutes und haltet stets Ausschau nach Frieden. Jagt hinter ihm her, bis ihr ihn habt. Dann kann euer Herz ruhig mal traurig werden und eure Gefühle können völlig durcheinander geraten, dass ihr euch zerschlagen fühlt und am Ende. Das kann sehr wehtun. Aber Gott holt euch da wieder heraus und nimmt euch die Last von der Seele. Amen. Wir hören den Predigttext für den heutigen Sonntag aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 32 bis 35.
Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas vom eigenen Besitz als persönliches Eigentum, sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. Niemand von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Sie legten das Geld den Aposteln zu Füßen. Und alle Bedürftigen erhielten davon so viel, wie sie brauchten. Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Partnerin Urlaub auf Sardinien gemacht. Dort konnten wir ein paar Höhlen direkt am Meer besichtigen, in denen so etwa in den 70ern, vielleicht 80er Jahren, einige junge Menschen mehrere Jahre lang sich selbst versorgt haben und gemeinsam gelebt haben. Ein ziemlich radikaler Entwurf. Bis heute geht eine geheimnisvolle Faszination davon aus. Diese Faszination wurde zum Beispiel in dem Kinofilm The Beach mit Leonardo DiCaprio und Tilda Swinton aufgenommen. Der Film erzählt voll düsterer Spannung von einer Kommune irgendwo auf einer einsamen Insel in Thailand. Diese sehr enge Gemeinschaft implodiert irgendwann, weil die Abschottung nach außen Spannung und Gewalt nach innen erzeugt. Die Zeit der Hippie-Kommunen ist Vergangenheit. Aber die Idee, gemeinsam zu wohnen, Lebenszeit und Besitz miteinander zu teilen, diese Idee lebt immer wieder in unterschiedlichen Formen auf. Im Stadtteil Essen-Rellinghausen entsteht gerade auf dem ehemaligen Gelände des Evangelischen Gemeindezentrums das Wohnprojekt Die Raumteiler. Mehrere Familien und einzelne Menschen haben sich zusammengetan, bauen gemeinsam ein Haus und werden dort generationenübergreifend miteinander wohnen und Leben teilen. Ein Projekt, das langfristig geplant wird und für das man sich nach einem langen Klärungsprozess ganz bewusst entscheidet, mit allen Verpflichtungen, Vereinbarungen und Regelungen. Nicht nur bei so einem großen Wohnprojekt, auch in einer Studenten-WG, in Wohngruppen oder in einer Familie geht es eigentlich immer wieder um diese eine zentrale Frage. Wie wollen wir zusammen leben? Wie wollen wir unser Miteinander gestalten? Was verbindet uns? Wie viel Freiraum wollen wir haben? Und wie viel gemeinsam? Sind wir also eher eine Zweckgemeinschaft oder verbringen wir gestaltete Zeit miteinander? Kaufen alle ihre Lebensmittel selbst oder schmeißen wir zusammen und haben eine gemeinsame Haushaltskasse und einen gemeinsamen Kühlschrank? Wie geht's Ihnen mit dem Bibeltext, mit der christlichen Hippie-Kommune in Jerusalem? Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Lukas, der diese Zeilen und die ganze Apostelgeschichte geschrieben hat, lebte bereits ein bis zwei Generationen nach der Jerusalemer Urgemeinde. Und er hat schon mit einer ziemlich rosaroten Brille auf diese Zeit zurückgeschaut. Wir wissen heute ziemlich sicher, dass auch in der Urgemeinde nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ganz im Gegenteil, da sind ganz schön die Fetzen geflogen. Aber diese Faszination ist geblieben.
diese Idee davon, wie eine Gemeinschaft sein könnte, die im Namen Jesu zusammenkommt. Die Ahnung davon, auf welcher tiefe Art und Weise wir alle miteinander verbunden sind. Egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, egal ob jung oder alt, arm oder reich, glücklich oder traurig. Wir sind alle Geschwister, weil wir alle gottesgeliebte Kinder sind. Christliche Gemeinschaften sammeln die Leute zusammen und machen Unmögliches möglich. Die letzten Monate haben gigantische Veränderungen in unseren Familien, Freundeskreisen, christlichen Gemeinden und in der ganzen Gesellschaft bewirkt. Es wurde und es wird auch viel darüber geredet und diskutiert, welche Folgen das auf lange Sicht haben wird. Was, wenn unsere christlichen Gemeinden faszinierende Orte wären? Was, wenn wir das Leben feiern würden, weil wir Jesus als den Auferstandenen in unserer Mitte wissen? Und was, wenn sich daraus ganz konkrete Umgangsformen ergeben würden? Dass wir nicht an den Wörtchen meins und deins kleben. Dass jeder mal schwach und jede mal stark sein darf. Und dass wir alle mal Bedürftige sein dürfen und dann so viel bekommen, wie wir gerade brauchen. Was, wenn unsere 2000 Jahre alte Faszination vom Leben dann in die Gesellschaft hineinwirken würde? Wir werden nun einige Gebetsanliegen nennen und vor Gott bringen. Dabei zünden wir Kerzen an. Wir beten für alle, die zurzeit schwer erkrankt sind. Für alle, die von den Auswirkungen der Corona-Krise und dem Shutdown existenziell betroffen sind. Für die Menschen im Jemen, die unter Krieg und Hunger leiden. Für die Menschen in Indien und Bangladesch, deren Heimat durch den Zyklon Amphan völlig verwüstet wurde. Für alle, die unter Rassismus leiden. Für das, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Wir sprechen das Gebet, das schon Jesus selbst gebetet hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich. Gottes Geist möge in dir sein und Gottes Kraft in dir wirken. Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen und Gottes Friede dich umgeben. Amen.